Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, ja, Part Nummer 34. Und ja, nicht wundern, warum ich hier drin bin. Wir haben ja im letzten Part den Saftladen hier gespielt. Und ich musste diese eine Stelle, wo wir das G verpasst haben, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen geübt. Oder musste ich üben in dem Sinne. Und da ist mir auch aufgefallen, dass man das auch ohne Dixie Kong holen kann. Natürlich muss ich dann danach nochmal hier mit Dixie rein, wegen dem Secret. Aber ich möchte euch das zumindest mal zeigen, wie ich das G dann hier kriege. Wäre natürlich auch einfacher mit Dixie Kong, weil man mit ihr dann direkt fliegen kann. Aber es geht auch mit Donkey Kong. Und hier sieht man übrigens auch, wie man das Ganze macht, ohne dass man getroffen wird. Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, aber es das heißt nicht, dass es jetzt auf Anhieb dann auch direkt klappt. Zumindest nur, dass man halt das Level abkürzt, dass man nicht doch mal hier durchläuft. So, Achtung. Schwierig wird es halt nur, bis hierhin mit Dixie zu kommen, weil, ja, wenn man Dixie dann zwischendurch verliert, dann war es das natürlich, weil es gibt hier echt nirgends ein Extra-Fass. Oder es ist vielleicht versteckt und ich habe es nur nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Lass mich hier hoch. Ja, ist halt wieder der Gedanke da, wenn man halt nur irgendwas zeigen will, gell? So, und am besten auch nicht treffen lassen, weil ich brauche mindestens, also ich brauche volle Leben mit Donkey Kong, um das zu schaffen. Sollte es nämlich nicht so gut klappen, dass ich mich halt zumindest einmal hab treffen lassen. Und zwar ist es ja so, dass diese tollen Teile hier auf den Plattformen rumspringen. Und ja, irgendwie treffen die mich nicht und ich kann mich halt draufstellen, während ich runterfalle und eine Rolle mache und kann dann, weil ich ja nach einer Rolle nochmal springen kann, kann ich dann das G einsammeln. Ja, und das versuche ich halt jetzt einfach mal. So, hier drauf stehen bleiben und eine Rolle machen. Na, jetzt wurde ich getroffen. Na, na. Also es hat zumindest auch geklappt, ohne dass ich getroffen wurde. Und ja, okay. Da bin ich dann halt, bin ich runtergefallen. Wurde halt nicht getroffen und konnte halt dann das G noch einsammeln. Natürlich könnte ich auch so das G bekommen, theoretisch. Aber am besten wäre es halt wirklich, wenn man nicht getroffen wird. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist echt von allen bisherigen Kong-Buchstaben ist das das Schwerste. Weil das muss man erstmal wissen, dass es das möglich ist. Weil ich habe das jetzt garantiert 10 Mal versucht gehabt, bis ich dann festgestellt habe, okay. Weil ich habe auch vorher natürlich geguckt, ob ich mit Dixie Kong hier, ob ich hier ans Ziel komme. Was nicht unbedingt so gut geklappt hat, wie man ja hier sieht. Aber ja, und dann habe ich halt mit Donkey Kong einfach nur Just for Fun rumprobiert, wo die Hitbox von dem G ist, wenn sich das Ding dreht. Ja, und in dem Moment, wo es sich dreht, kann man es eigentlich schon einsammeln. Und das ist halt der Witz bei der ganzen Sache. So. Und das ist halt hier, das mit dem Schwimmen ist halt immer so eine suboptimale Sache, wenn man halt nicht aufpasst, dass man dann leicht getroffen werden kann. Oder auch hier oben, wenn man nicht aufpasst, klar. Der Grund ist halt einfach aus dem Grund, dass ich halt volle Leben haben möchte, ist, dass sollte ich das G1 sammeln, sind rechts noch Stacheln. Und da ist es mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich dann zwar das G1 gesammelt habe, aber dann halt in die Stacheln reingesprungen bin. Ich hätte es natürlich auch schon längst speichern können, aber ich möchte es halt euch auch direkt zeigen hier. So ist es ja nicht. Ja, es sei denn, ihr sagt euch, gut, holt es hier einfach offscreen und dann wissen wir schon, dass du es dann irgendwie bekommen hast. Aber ich würde es halt trotzdem gerne zeigen und jetzt halt nochmal hier richtig konzentrieren hier. Am besten stelle ich mich weiter an den Rand. Na, ich habe keine Rolle gemacht. Na. Also das Timing da ist echt nicht leicht. Also es wäre, glaube ich, wirklich einfacher, wenn ich nochmal das Level von vorne mit Dixie mache. Weil ich ja dann sowieso nochmal die ganzen Buchstaben einsammeln muss. Ja, kommt. Machen wir das so. Ich wollte eigentlich Zeit sparen, aber ja, dann machen wir es halt so, dass ich halt mit Dixie Kong reingehe. Ich könnte ja mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mir einfach so ein Fass mitnehme. Ob man dann von Anfang an Dixie Kong mitnimmt oder ob man Dixie Kong irgendwo zwischendrin dann holen könnte. Das wäre vielleicht auch interessant. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass jetzt, glaube ich, eins von diesen, von diesen Buchstaben ist, wo man wirklich sagen kann, wenn man das dann im Koop spielt, dass das wirklich definitiv einfacher zu holen ist. Also selbst wenn man halt nicht unbedingt das Dixie spielt, dass sich einfach der zweite Spieler runterfallen lässt, während er das G einsammelt und dann war es das natürlich. So, dann kaufen wir es einfach mal. Was steht jetzt hier? Starte ein Level in Begleitung von Dixie Kong. Hast du bereits einen Begleiter, erscheint sie, sobald du den verloren hast. Okay, das ist gut zu wissen. Dann werde ich mir auf jeden Fall. Oh, guter Preis. Werde ich mir hier mal ein paar holen. Also, es ist schon sprungpraktisch, dass ich halt sagen kann: Gut, ich spiele mit Dixie. Aber dann müsste ich mir Dixie erst holen.
rausgehen und dann nochmal rein. Oder wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich probiere es einfach mal aus. Ich probiere es einfach mal aus. Nicht Option, sondern hier, So rum war das, genau. So, einmal Dixie. Ach, man kann... Okay, man kann drei Dixies mitnehmen. Wisst ihr was? Mache ich einfach mal. Egal. Ja, bin ich sicher. Nehme ich mit. Weil ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwas beweisen muss, im Sinne von hier, ich habe voll den Mega-Skill. Sondern einfach nur, dass ich das Ding da einsammle. Und am besten, dass man halt dann das so macht, dass ich dann am Ende dann auch noch die Möglichkeit habe, das Secret freizuschalten. So, und wie funktioniert das jetzt mit den Kong? Ah, okay, das reagiert direkt. Okay, alles klar. Man kann dann sozusagen einen Helfervorrat holen in dem Sinne. Okay. Dann hoffe ich, dass ich mal so weit auf Dixie Kong aufpassen kann, dass ich die bis zum Schluss haben werde. Ja, ansonsten hätte ich mir hier direkt ein Fass holen können, gell? Na gut. Aber das Level kenne ich ja jetzt schon ein paar Mal. Also das sollte eigentlich echt kein Problem sein. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht hier. Du hörst auf. Ja, nicht unbedingt jetzt ins Wasser gehen. Weil da sind Gefahren. So. Na, ja. Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtiger spielen. Ja, ich glaube, ich sollte wirklich ein bisschen vorsichtiger spielen. Na, lass mich auf die Plattform. Ich meine, ich kann ja auch die L&R-Attacke benutzen, für wenn Gegner in der Nähe sind, gell? Dass ich hier mir extra Herzen hole. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Wäre natürlich auch schön, wenn man irgendwie sagen könnte, man könnte diese komischen Stachelkugeln mit der Fähigkeit besiegen. Aber ich glaube, die zählen nicht direkt als Gegner. So, kriege ich hier irgendwo ein Herzchen vielleicht irgendwie? Irgendwo? Komm, wir machen es einmal bei ihm hier. Damit wir zumindest mal die eine Dixie Kong hier aufheben. Vielleicht wäre auch hier ein Herzen drin gewesen. Hätte ich vielleicht mal vorgucken sollen. Oder ein Luftballon. Okay, alles klar. Auf jeden Fall praktisch, wenn man halt hier so einen Vorrat an, ja, an Kongs mitnehmen kann. Ich glaube, das ist auch gewollt so ein bisschen, dass man halt dann gerade sowas hier dann, ja, nicht beim ersten Versuch schafft, sondern halt, dass man das dann, ja, dass man dann so, ja, extra Leben hat in dem Sinne. So, alles klar. Und schon sind wir schon beim O. Also vom Level her ist es an sich kein Problem, es ist nur diese eine dumme Stelle. Komm, gib mir eine... Eine Bombe, alles klar. So. Du gehst auch weg. Ist natürlich lustig, wenn man halt das Level schon kennt, dass man einfach jetzt gemütlich durchrennt. Aber man sollte halt nicht zu, ja, nicht zu unvorsichtig werden, was das angeht. So, alles klar. Und da sind wir schon mal wieder hier. Ich wollte zwar das alles, wie gesagt, sparen, aber ja. Jetzt haben wir eine gute Chance, dass wir das kriegen. Auch wenn ich Dixie Kong verlieren sollte. So, alles klar. Checkpoint. So, ich werde die... Wobei, die kommen automatisch, gell? War das nicht so? Ich bin natürlich eine Pfeife. Na komm, beweg dich. So, komm, du gehst runter. Ja, wenn man das hier auch ein paar Mal gemacht hat, dann ist man auch das hier gewohnt. Zumindest kann ich mir auch am Ende nochmal ein Leben holen. So ist es nicht. Und ja, da mache ich es halt nicht so, wie ich es mit Donkey Kong holen wollte, sondern dann, dass ich halt mit Dixie Kong dann einfach nach unten gehe. Achtung. Also, dass ich halt mit Dixie hier hinspringe und dann halt zurückfliege. So wollte ich das, habe ich das gemeint. So, ist auf jeden Fall gut zu wissen, weil dann kann ich nämlich auch für später, also wenn man dann auch mal schwierigere Sachen hat, wie zum Beispiel die eine Stelle, wo man mit Cranky Kong hochspringen musste, dass man sich dann als so einen Vorrat von den Kongs holen kann. Was natürlich auch interessant ist, dass man sich dann wohl verschiedene Kongs dann mitnehmen kann. Dass man halt dann für jede Situation vielleicht dann einen hat. Wobei ich glaube, dass es nicht unbedingt in Reihenfolge kommt. So, hier die Bananen einsammeln. Gibt es ein Extra-Leben? Oder eher gesagt, ein Herzchen. Ja, man merkt schon, man wollte eigentlich mehr machen. Und im Endeffekt macht man eigentlich dann jetzt nur noch das hier. Aber gut. Bleibt ja nicht aus. Wenn es schwierige Sachen gibt, dann kommt sowas und... Oh, jetzt habe ich das Herz gar nicht eingesammelt, gell? Ich pfeife. Ich bin aber auch ein Profi, gell? Eieiei. Ja, ja, man merkt schon. Gut, dass mir jetzt noch aufgefallen ist, nicht, dass ich nach oben gegangen wäre, aber man hätte auch wieder zurückgehen können. So ist es ja nicht. So, jetzt aber. Ja, ich denke halt jetzt die ganze Zeit nur noch ans G. Und deshalb bei mir der Gedanke, dass ich halt jetzt
nur das G holen will und alles andere ist gut. So, und am besten machen wir es so, dass ich dann irgendwie von rechts nach links springe, oder? Irgendwie sowas. Oder so. Ja, so geht's auch. Alles klar, gut. Und dann kann ich ja jetzt natürlich nach unten. Dass ich hier reingehe, genau. Na, komm. Juhu. Dann haben wir ja auch gleich zwei Sachen auf einmal gemacht. Auch wenn wir dann insgesamt dann trotzdem wieder 10 Minuten gebraucht haben. Aber passt ja soweit. Eieiei. Eieiei. Man merkt schon, ich merke gerade, ich habe die ganzen Dixies gar nicht gebraucht. Habe ich die jetzt immer noch oder sind die... Müsst ihr mal gucken. Ich meine, eins wurde ja verbraucht am Anfang, also müsste ich jetzt noch 4 haben. Weil das wäre ja dann, ist vielleicht dann, gut, wenn man sie verbraucht hat, sind sie verbraucht. Das habe ich damit kein Problem, dass man sie halt dann für das Level ausgenutzt hat oder auch nicht. So als Sicherheit in dem Sinne. Aber dann gucke ich jetzt mal, ob das Ganze dann trotzdem gezählt hat. Weil dann könnte man zum Beispiel sagen, ich wollte keine Statistik, sondern hier, ich muss nochmal hier drauf. Ah, okay, gut. Also die man nicht benutzt, die bleiben dann noch da. Okay, alles klar. Okay, weil dann könnte man zum Beispiel hier zum Beispiel jetzt die ganze Zeit einen grünen Ballon mitnehmen. Ja, ich möchte das Inventar ja schließen, ja. Dass man dann, dass man halt, wenn man was benutzt hat, also nutzen wollte, was man nicht genutzt hat, dass man das dann halt nicht gleich verbraucht. Ich muss jetzt gerade mal kurz gucken hier, das eine war A, das war B. Und das, hier geht es ganz normal weiter, okay, alles klar. Weil das Level würde ich dann trotzdem gerne machen. Gelee Fatal. Okay, ich sehe schon, das scheint wohl eher ein normales Level zu sein. Wie der Grund diese komischen Blöcke, aber ja. Gucken wir einfach mal. Bin ein bisschen durch jetzt gerade wegen diesem einen hier. Die ganze Zeit habe ich es vorher geübt gehabt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und am Ende hole ich mir dann trotzdem Dixie und mache es dann ganz simpel. Da hätte ich ja gleich von Anfang an mit Dixie machen können, gell? Okay. Oh! Links ist schon mal ein Puzzleteil in einem Gelee-Block versteckt. Oh, okay. Also dran rollen und dann... Ja. Ja, dann springt es raus. Okay, alles klar, gut. Bisschen muss man natürlich erstmal gucken, was Sache ist hier wieder. Vor allem die gleiche Musik gleich hier anhören, wenn wir das haben hier. Ja, relativ locker. Hui. Ich finde übrigens auch die Animation von dem Gelee toll, wie das wabbelt. Boing, boing, boing. Also hier werden wir die ganze Zeit im Sprungmodus sein, denke ich mal. So, die Gegner haben auch ihren Spaß, okay. Na? Ah, ist auch praktisch. Oh, da war eine Bombe drin. Aber ich glaube, ich werde wohl dann auf die Gelee-Teile gucken müssen, damit man überall auch alles einsammelt, weil ich kann mir vorstellen, dass dann dadurch auch noch was freigeschaltet. Achso, ich habe jetzt gerade überlegt gehabt, warum... Okay, die sind im Wechsel. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, hier die ganze Zeit haben wir hier pinke Gelee-Blöcke und hier ist auf einmal ein grüner. Wo kommt denn der auf einmal her? Na komm, Bombe, flieg raus. Also die Bombe soll wohl eher eine Falle darstellen, gell? Und hier haben wir dann noch ein Herzchen. Nach welchem Kriterium springen die eigentlich raus, die Items? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, nach welchem Kriterium die Items rausspringen. Und die Musik hat so einen leichten, rockigen Aspekt bekommen. Okay, weiter hier kann man sich festhalten. Was haben wir hier? Puzzleteil, okay. Ich überlege auch immer wieder, wie viele Puzzleteile es insgesamt gibt, aber... Okay, hier geht es, wenn ich nichts mache, okay. Hat das Grüne jetzt irgendwas anderes? Kann es sein, dass ich da ein bisschen höher springe? Kann gut sein. Ah, das K. Okay, alles klar. Immerhin haben wir das. Da kann man nicht rein, auch wenn es so aussieht. Ja, an sich. Also die Idee ist auch klasse. Und da haben wir jetzt schon ein blaues Gelee. Da ist auch irgendwas drin, oder? Das kann ich gerade nicht erkennen. Ach, das ist ein Sprungfeld, oder? Ach, das ist ein Schalter. Okay. Alles klar. Also aufpassen. Blaue bedeutet Schalter.
So, okay. Da haben wir schon eine komische Biene. Eine hässliche. Haust ab. Also wenn man nach oben springt, dann, dann kann es sein, dass die Teile dann raushüpfen. Okay, alles klar. Auch wenn es nicht immer klappt irgendwie. Okay, Schalter. Achtung. Okay, Schalter unten, Schalter oben. Oh, und der, okay. Ist natürlich auch lustig, dass man halt versucht, ein bisschen realistisch zu zeigen, warum die Plattformen sich bewegen. So, da unten ist ein Fass, das sehe ich gerade. Geh mal ganz möglich hin, indem ich so reingehe, alles klar. Ja gut. Wieder ein Fass-Level, was für eins? Ach, das hier, okay. Das mit dem Schnellen, okay. So. Das Schöne ist ja, dass man trotzdem ein bisschen lenken kann, deswegen soll das Ganze nicht unbedingt problematisch sein. So. Ein bisschen konzentrieren, dann geht das auch. Und das letzte. Alles klar, also von der Zeit her reicht es immer locker. So ist es nicht. Sehr schön. Ha, ist schön, dass man sich um die Puzzleteile dann keine Gedanken mehr machen muss, wenn man sie einmal eingesammelt hat. Aber es fehlen ja noch vier. So, das können wir auch wieder ganz gemütlich machen. Bienen, hau mal ab hier. Ich brauche jetzt meine Bananen hier einsammeln. So, und das war jetzt die Stelle... Okay, ich sehe schon. Das war die Stelle hier, wo wir dann das Fass reingehauen haben. Okay, da unten haben wir ein Fass, aber ich würde gerne erst die Bananen einsammeln. Okay, es sieht aus, ob da rechts... Nee, nicht unbedingt. Ich gerade gedacht, weil es so komisch rot geleuchtet hat. Boing, 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 okay. Das war alles automatisch gerade. Okay, aber links war noch was, gell? Ah, da ist das N, okay. Auch mal interessant, dass man das N mal ein bisschen versteckt. Oder die exakt generellen Buchstabe. Oh, okay, verstehe. Alles klar. Also immer hin und her. So. Alles klar. Doing, doing, doing. Bisschen üben hier. Also im Prinzip ist es nicht unbedingt problematisch hier, auf die Schalter zu kommen, wenn man es mal so generell anguckt, weil... Okay, jetzt wird's problematisch. Ey, hör mal, hau mal auf da hinten. Ich würde am liebsten jetzt gerade L und R drücken, aber was passiert dann mit der Plattform plötzlich unter mir? Kann natürlich auch sein, dass sie dann plötzlich weg ist, gell? So. Ah, die Biene. Oder diese komische... Hummel oder was das sein soll, keine Ahnung. So, auf jeden Fall ein schönes Level. Also auch so von der Idee her, auch wenn das Ganze eher aussieht, als würden die, okay. Nochmal Schalter drehen, Schalter drehen, Schalter drehen. Aber was bringt das? Ist doch egal, oder? Oder war da was drin? Wartet mal, ich muss ganz kurz gucken. Nee, da war nichts drin, okay. Ah, nee, das ist doch, es macht schon Sinn. Das Grüne lässt mich ja höher springen. So war das ja, gell? Das haben wir ja gelernt. Okay, gut, alles klar. Auch wenn ich mit Dixie Kong natürlich hochgekommen wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Dass man halt dann erkennt, woran... Ja, was halt jetzt der Sinn von dieser Konstruktion war. Ja, irgendwie möchte die nicht immer gleich rausspringen, die Bombe. Keine Ahnung. So. Doing, 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 doing. Achso. Gerade überlegt. Wappel, wappel, wappel. Alles klar. Oh, okay. Einfach mal hier die ganzen Bananen einsammeln. Die wollen nicht ewig bleiben, wie ich es gerade sehe. Okay, gut, gut, dass es geklappt hat. Die haben schon angefangen zu blinken, so leicht. Da haben wir noch ein Herzchen drin. Na, kommst du raus? Ich verstehe es nicht. Oder muss man die irgendwie von der Seite treffen? Kann natürlich gut sein, gell, wenn die so... Ja, keine Ahnung. okay. Achso. Ganz gemütlich hier. Hui. Okay, da unten haben wir das G. Alles klar. So, lass ich mal hier hoch hier. Ich glaube, das... Man muss, glaube ich, so ein bisschen, je nachdem, wie man springt, sieht man halt diese Schockwellen um diese, manchmal ist es so eine kleine Schockwelle. Hier zum Beispiel, das ist eine kleine. Also immer unterschiedlich irgendwie, keine Ahnung. Weil ich habe jetzt gerade nichts mehr gedrückt gehabt. Okay, die brauche ich wieder oben. Alles klar. Dann fehlt uns nur noch ein Puzzleteil, dann sieht es ja schon mal gut aus. Dass wir vielleicht alles gefunden haben. Aber auch nur vielleicht. So, Achtung. Hier haben wir wieder einen Schalter, den sollten wir drücken.
dass wir den drücken können. Du hörst auf. Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Da wird wohl hier vielleicht was. Okay, einfach eingesammelt. Oh, keine Ahnung, keine Ahnung. Nicht unbedingt hinterfragen. Passt schon soweit. Aber wir haben alles gefunden. Sehr schön. So, und jetzt bin ich auf, nur noch auf dem Trip hier, schnell hier durchzukommen. Okay, da passiert sowieso nichts. Achso, klar. In die Bananenrichtung schießen. Aber ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt. Achso, das ist es nur, damit man halt noch was extra bekommt. Okay, alles klar. Ich glaube, ich sollte schießen, wenn es nach hinten geht, gell? Gerade überlegt gehabt, so ein bisschen. So, sehr schönes Level, auf jeden Fall. Ich habe zwar jetzt nicht so krass auf die Musik geachtet, aber dafür war das Level umso schöner. Vor allem auch die Idee hier mit dem Gelee. Sehr gut. Hat doch gepasst. Und auch gleichzeitig, dass ich natürlich mir vielleicht nochmal die Bilder angucke. Ich glaube, auch das vom letzten Mal habe ich vergessen gehabt anzugucken. Und dass ich dann halt trotzdem halt jetzt, ja, zwei Level wieder geschafft habe in dem Sinne. So, alles klar. Dann gucke ich nochmal ganz kurz. Extras. Bilder. Ja, habe ich einiges nicht mehr angeguckt. Das erste, da muss ich halt noch gucken, wo die Dings sind, wenn ich halt Zeit habe. Die Puzzleteile. Okay, keine Ahnung. Eine Fruchtschneidemaschine, in dem Sinne. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ja, dann springen und dann von Frucht zu Frucht. Ha, ich finde es irgendwie klasse, dass sie zumindest auch Ideen also hier genutzt haben, die dann vielleicht, oder Ideen hatten, die da vielleicht am Ende nicht genutzt wurden, in dem Sinne. Aha, und hier haben wir dann, dass man mit der Dreisine so eine Frucht, ja. Irgendwie haben die alle, sind alle drei, oder vielleicht sind alle Bilder zusammenhängend irgendwie, gell? Mit Riesig und Orangen oder sowas. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Donkey Kong Country Tropical Freeze sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.